Hallihallo, du liebe Jungfrau und herzlich willkommen hier bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Ich schaue mir jetzt mit dir hier das Juni-Reading an und ich kann dir schon sagen, da geht's ins Eingemachte. Es ist total schön, was sich da entpuppt, was bei dir jetzt da ja in den Feinschliff, würde ich mal fast sagen, gebracht werden will. Das ist jetzt wieder so ein richtiger Sprung nach vorne, der da gemacht werden will, aber in sehr viel Ruhe und gefühlvollen Sinne. Also nicht im Tun, sondern vielmehr, naja, vielleicht schon auch im Tun, aber vielmehr in diesen Entscheidungen, aber nicht im Machen und zu viel Machen, sondern ja, das werden wir uns jetzt alles hier anschauen in Ruhe. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dein Fluss, dein Strom will hier wieder aktiviert werden, will hier oder will noch mehr aktiviert werden, will oder in den wahrgenommen werden als Fluss. Es ist aktiviert, sondern es will wahrgenommen werden, es will gelebt werden, es will einfach gespielt werden damit. So sehe ich das hier. Schauen wir uns einmal an mit dem Rat der Hohepriesterin, was da jetzt an Informationen zu dir kommen kann, zu dir kommen will und um was es hier geht als Hauptbereich. Und da sehen wir jetzt schon hier so ein bisschen die Unruhe. Das ist die Schattenseite vom Zuhause, von der Heimat. Und ganz schön, wir sehen sich hier in der zuströmenden Energie. Das heißt, es wandelt sich sowieso. Aber im Moment ist hier noch eine Unruhe drinnen. Und beim Legen habe ich das schon so wahrgenommen. Du sitzt hier vor einem Baum und du weißt, dass deine Wünsche groß sind, mächtig sind. Ja, du brauchst dich bloß mit ihnen verbinden. Aber was dann? Ja, und dann habe ich so ein bisschen diese Angst davor wahrgenommen oder so wie eine Verhinderung, muss jetzt keine Angst sein, könnte jetzt auch sein, also Angst habe ich wahrgenommen, aber es könnte jetzt auch sein, dass da jetzt zum Beispiel irgendeine Verhinderung drinnen ist, dass du einfach nicht weißt, wie zum Beispiel, ja, dass du einfach immer wieder dort an dieser Stelle stehst und nicht diesen Schritt weiter gehst, ja, in diese neue Ära hinein, weil hier irgendwas in der Umsetzung noch nicht ganz vorhanden ist, ja, irgendwie. Ja, entweder im Mut oder in der Strategie, irgendwie ist da ganz viel da an Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten sind manchmal sogar fast schwer, würde ich mal sagen, ja, obwohl hier dann nah wieder eine Leichtigkeit, ja, und dieses, ich gehe jetzt über die Brücke drüber, ich erschaffe mir jetzt etwas Neues, ich bin da voll im Ding drinnen, ich habe hier schon toll aufgebaut, hier ist eine Leiter, hier ist eine Ebene, auf der ich mich schon befinde, ja, und gehe aber da jetzt weiter, ja, ich gehe da weiter und lass wieder so eine Mini-Explosion in mein Leben finden, ja, so ein bisschen das Abenteuer. Und da ist irgendwas. Schauen wir uns einmal an, was da hinzuströmt an Energie. Ja, und da haben wir jetzt die Licht und Schatten hier tatsächlich auf der Schattenseite mit der Leidenschaft auf der Lichtseite, mit der eigenen Weisheit auf der Schattenseite. Und dann geht es darum, die gehängte Muse, auch wieder eine Leichtigkeit mit den Pyramiden, Körper, Geist und Seele im Einklang bringen, um sein Tor durch das Universum zu finden in diese Kreation, in diese neue Welt Schöpferkraft. Ja, hier das Gelb, ja, einfach was dann, ja, was deine Sonne schafft, was deinen Blickwinkel auf viele Dinge einfach ändert, ja, und Schwere endet, ja, weil du hier einfach mit der Leichtigkeit umzugehen lernst, wie du jetzt deine Power Bubbles nimmst, deine Wünsche nämlich, die da auf diesem Baum sind und sie einfach im Universum verteilst, so dass sie auch wieder zu dir zurückfinden können, ja. Es war wie, oder es ist wie stagniert manchmal, weil du mit diesen Wünschen nichts tust irgendwie, ja, ich sage jetzt nicht, dass du nichts tust, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Irgendwie ist das so, ja, da ist keine so eine Leichtigkeit, Verspieltheit drin, da ist keine Verteilung drinnen, sondern es ist an manchen Stellen, ja, ein bisschen starr. Und das ist der Punkt, wo du eben dich zurückhältst, ja, wo du, und das sehen wir hier, weil die Leidenschaft ist da, dein inneres Feuer ist da, ja. Vielleicht ist das, habe ich heute schon einen Post vorbereitet, und habe mir gedacht, naja, was ist das denn so oft, ja, und das kommt mir jetzt da gerade, ja, dieses, ja, wir haben innerlich, ja, wissen wir, wie wir eine Bühne einnehmen, wir wissen, wie wir in einer Situation, ja, voll souverän dastehen und das meistern oder voller Freude aus uns herausgehen und in der Situation selber kommen wir aber dann in die Realität und dort wird es dann schwer und dann schaut die Realität manchmal anders aus als das, was wir uns schon vorgemalt haben, ja, und genau das ist das irgendwie, diese Brücke schlagen zwischen der inneren und der äußeren Welt, damit du dort auch wirklich deine Leidenschaft zum Ausdruck bringen kannst. Und im Grunde weißt du das, ja, aber es ist wie wenn du es bestellst und deiner Bestellung dann selbst manchmal den Rücken zudrehst.
vielleicht aus einer Angst heraus, vielleicht aus wie gesagt, ja, Angst oder nicht die richtige Strategie, wie auch immer, ja, dabei geht es um ein ganz, ganz verspieltes, lustvolles Spielen mit Möglichkeiten, rausstrahlen auf die Erde, zurückholen, ja, also es ist ja so ein Bubblespiel angesagt, ja, dass deine Wünsche auch sich wirklich manifestieren können, ja, dass mehr Leichtigkeit hineinkommt, weniger Kopf, mehr Gefühl, mehr Verspieltheit, mehr einfach wirklich spüren, wo will ich eigentlich wirklich hin? Am 28. Juni schauen wir uns Human Design, Astrologie und psychologische Numerologie, ein bisschen an im Zusammenspiel ja auch von meinem Buch Pure Soul Pioneer. Ja, da kannst du natürlich kostenfrei dabei sein, ja, und einfach einmal schauen. Und wenn du in mein Programm willst, bitte hüpf hinein, schreib mich einfach an, hol dir ein wundervolles Erstgespräch, wo du mich kennenlernst, wo wir uns kennenlernen, falls wir uns noch nicht kennen, und dann einfach einmal locker flockig besprechen, was es überhaupt so gibt, wie du da überhaupt in die, ja, in deinen Flow kommen kannst, in dein Gefühl wieder hineinkommen kannst, in dein Sein hineinkommen kannst, ohne eben ständig irgendwelche alten Strukturen mit dir herzuschleifen und ohne wirklich zu wissen, wie das nach vorne ausgerichtet geht, ja, oder das wieder zu verstärken, wenn du es eh schon weißt. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall kommen wir jetzt bei dir dorthin, dass es eben darum geht, was verstärkt wird, jetzt zu springen. Das ist es ja eben. Jetzt zu springen und hier wirklich in deinen Heimathafen einzutauchen, in dein System einzutauchen, dich zu spüren als Heimat. Ich habe jetzt erst meinen Teilnehmerinnen in der Masterclass auch gesagt, bitte, oder generell in den Selbstwertsgruppen, in der Selbstwertsgruppe habe ich das gesagt, bitte, spürt diese Situation, ja, nicht nur in Trance-Reisen, nicht nur, wenn wir uns extra verbinden, sondern diese Meisterschaft ist ja wirklich dieses schöne Zuhause, dieses Angekommensein, so für sich in seinem Körper, in seinem Gefühl zu etablieren, dass man jederzeit instant darauf Zugriff hat. Und das ist genau der Seelenruf, der jetzt da passiert. Das ist mit dem Mond genau die Energie, die jetzt etabliert werden will, die jetzt mehr gelebt werden will, die jetzt angenommen werden will. Und somit endet dann eben auch dieser alte Zyklus der Schwere noch in manchen Dingen. Ja. Was geht nämlich raus? Und da haben wir auch ganz viel Gefühle, ja, den Ritter der Gefühle, die Gefühle an sich mit den Sieben der Gefühle, die Ahnenkraft und die Loyalität. Und die Ahnenkraft, ja, ist jetzt bei dir am Anfang herumgeswitcht. Sie hat sich umgedreht, sie ist nicht herausgefallen, wollte aber heraus. Ich habe sie dann herausgenommen. Ich lege ja immer so, dass die Karten rausspringen. Und dann an der ersten Stelle war es nicht richtig, ja. An der zweiten Stelle habe ich gefragt, ist sie dort korrekt, ja? War aber dann auf der zunehmenden Kraft und ich habe sie dann aber zurückgelegt, weil es dann eben auch nicht stimmig war, zu dem, was geht heraus. Und mit der Info, die dann kam, du hast eine sehr stark ausgeprägte Loyalität auch deiner Familiengeschichte gegenüber, deinem Familiensystem gegenüber, Menschen gegenüber, ja, deinen Fähigkeiten und Begabungen gegenüber, ja, warst aber da in den Gefühlen vielleicht immer wieder, ja, hat sich was herausschnecken dürfen, war etwas vielleicht eingeschränkt in irgendeiner Art und Weise, hast du gesucht nach Inspirationen und hast einmal schauen müssen, was überhaupt richtig für dich ist. Und da war irgendwie zum Teil eine Verstrickung drinnen mit noch sehr alten Systemen, die eben nicht mehr stimmig waren für dich, wo du vielleicht das Neue nicht so ganz gesehen hattest oder nicht ganz fühlen konntest für dich. Und jetzt beendest du das, weil du plötzlich in das Gefühl hineingehst, weil du jetzt plötzlich eben mehr schaust mit deinen Wünschen, mit all dem, was da zu dir kommen will, mit der Bewegung, die da hineinkommen will, sehr viel Bewegung auch in den Gefühlen, ja? Dass du jetzt die Kraft der Ahnen für dich annimmst und dort die Loyalität in diesem Fluss, in dieser Ahnenkraft annimmst auch, die dich wie mit den ganzen Familiensystemen nach vorne bringt, ja, nicht mehr nach hinten arbeiten, Schwere reparieren und, sondern diese Kraft, das Potenzial, was da durchfließt, ja, das nach vorne dringt und das wird jetzt diese umgeschachtelte, umgedrehte Realität für dich, ja, und deswegen kommt hier dann dieser Sprung in dieses Unbekannte, in diesen Heimathafen, in diesen Zyklus, der abgeschlossen werden will, weil diese Reinigung und Akzeptanz auch zum Thema, zu einem Mutterthema, also Muttersein, mit der Mutter verbunden, mit Mutter Erde verbunden, mit der Weiblichkeit an sich, diese Liebe, dieses Gefühl, angenommen zu sein, willkommen zu sein, ja, da war irgendwie so vielleicht ein bisschen ein Knoten drinnen, der sich jetzt einfach löst, weil du bist da, du sagst Hurra, und damit etablierst, da ist so viel etablieren. Schau mal, was etablieren mit dir macht. Ich sage selten so viel etablieren. Ja, ganz viel etablieren ist drinnen. Etablierst du dein
verborgenes Wissen und verbindest dich mit der Muse der Gefühle, die jetzt hier einfach über dich wacht. Und damit machst du einen lang vergessenen Vorhang auf, kam jetzt so, ja, wo du eben den Kopf nach unten gehabt hast, schiebst du das jetzt quasi zur Seite, dass dein Stern wieder hier entsteht und richtest dann deinen Kopf erhoben auf, ja. Also das ist jetzt die Bewegung, die stattfindet, ja, und gehst jetzt aus dir heraus wieder verspielt, frei, leicht, wie ein unschuldiges Kind, das einfach noch, ja, in dieser Heldenposition für sich dasteht, ja. Wunder, 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 wunderschön, ja. Was ist denn auf der dunklen Seite der Hohepriesterin hier los? Und da haben wir wieder in die tiefen Gefühle einzutauchen. Keine Angst mehr davor zu haben, ja. Es waren hier irgendwelche verletzten Gefühle da, irgendwelche Gefühle waren eingefroren, ja. Irgendwas war hier einfach los, Erdenschwere, ja. Wir haben hier den Mond versteckt in dieser wunderschönen Hingabe, das Meer, dieses, ja, vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit, irgendeine Leere, irgendeine Sehnsucht wohin, ja. Und diese Sehnsucht, ja, die schau dir an, weil genau das, wo wir uns so danach sehnen, das will ja auf die Erde hin, ja. Oft sagen meine Kundinnen, und ich habe selber auch früher gehabt, dieses, man blickt auf die Sterne. Ich meine, ich habe mich schon hier gefühlt, aber irgendwie wie nicht von hier, sondern irgendwie wie die ganze Welt ist etwas, wo ich irgendwie vielleicht gar nicht so richtig dazugehöre, ja. Und genau dieses Gefühl, diese Sehnsucht irgendwo, wo man sich verkörpert, wo man hin will, da ist eine Sehnsucht nach Zuhause, ja. Und jetzt geht's aber darum, diesen Mut zu haben, sein Zuhause hier auf der Erde zu finden und mit der Sechs der Materie hier Freude zu schaffen, hier etwas zu kreieren, hier die Blumen blühen zu lassen, hier das, wonach man sich sehnt, ja, ihn mit den Gefühlen zu verbinden, diese alten Eisgefühle einfach, ja, mit diesen fruchtbaren Gefühlen quasi, ja, zu verbinden, dass daraus etwas Schönes entsteht, ja. Wir drängen das nicht weg und Dinge sind einfach passiert, ja. Aber wie verbindet man das miteinander? Wenn du bei mir im Community-Tab geschaut hast, ja, auch jetzt mit dem Trauerprozess mit dem Herrn Schnäubelchen zum Beispiel, ja. Das ist einfach, wir dürfen diese Dualität in uns auch bei solchen Themen leben. Es existiert einfach alles für uns und es ist einfach alles da, ja. Und unsere Aufgabe ist, aus allem das Beste draus zu formen und das zu machen, was uns wirklich entspricht, ja. Und das ist natürlich nicht, wenn wir hier leben, manifestiert auf der Erde, uns nach irgendwas zu sehnen, was da jetzt nicht ist, sondern das, wonach wir uns sehnen, hier auf die Erde zu bringen. Und das ist hier wunderschön. Und das ist das, wonach diese Karte einfach auch spricht, ja. Und es scheint dir sehr bewusst zu sein, ja. Weil du bist hier mitten in einem Wachstum drinnen. Du weißt, da ist eine wundervolle Krone, ja, da ist ein wundervolles Geäst unten, was durchaus noch breit, also, ne, was du breiter fühlen darfst. Es ist schon da, aber du darfst es einfach breiter fühlen mit diesem, ich bin immer da, ich bin immer dieses Wachstum in mir selber, ich bin immer dieser wunderschöne Baum, der da in mir verankert steht, ja. Und da hast du den Ritter der Inspiration, es darf auch leicht sein, wie getragen auf den Rücken eines Pferdes, mit absolutem feurigen Rückenwind, auch hier vom Universum, was wieder dieses Explosionsartige, ja, widerspiegelt, dieses leichte Traben, dieses sich Verwirklichen. Dahinter hätte ich jetzt fast erahnt, wie das so Pyramiden ist, wahrscheinlich gar nicht so, aber es schaut gerade so aus, wie wenn das da so wäre. Und diese Feuerkraft, ja, dieses wirklich, ich habe die Macht, mir mein Leben mit Feuerwerk und wunderschönen, ne, da meine ich jetzt nicht, ne, wo sinngemäß Feuerwerk, einfach dieses Bestaunen, dieses Abenteuer wieder zu sehen, ja, und nicht die Schattenseite. Wir könnten jetzt ja noch drüber reden, was Feuerwerk mit den Vögeln und so weiter, ne, also dieses weg von diesem Blick auf die Konsequenzen im negativen Sinn, weil Konsequenzen gibt's ja immer, ja, aber es gibt auch die positiven Konsequenzen, von denen keiner spricht, ja, wieder dein Herz zu öffnen und eben die Leichtigkeit zu sehen und die Gefühle zu verankern für dich und eben das Positive, die Chancen, die Möglichkeiten, den Erfolg für dich zu sehen, ja, und dort deinen Fokus voll hinzulenken, ja, damit hier wirklich wieder diese Unbeschwertheit, dieser Fluss, diese Treue zu dir selbst auch passieren kann. Und vielleicht hast du hier auch tierische, wunderbare Begleiter, die dir da helfen, den Weg zu ebnen, die mit dir da durchgehen, ja, weil man sieht, die Gedanken wollen hier frei sein, ja, die Gedanken wollen frei sein und du willst jetzt die Spiritualität leben und du willst jetzt hier einfach die Inspiration vom Universum für dich jetzt hier
innerlich beleben, dass deine Weisheit die Flügel aufmacht quasi mit der Eule und wieder frei, feurig und spielerisch im Leben geht. Ja? Das ist der nächste Schritt, nämlich wir haben hier den Tod und wir haben hier die Suche auf der Lichtseite. Und die Suche ist, dass du gehst hier quasi durch den Urwald deines Seins. Ja? Du gehst durch den, du holst dir deine Seelenanteile zurück. Ja? Du siehst dich, du findest dich. Das ist so eine Selbstsuche, die wunderschön ist. Das ist die Lichtseite. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ja? Aber mit dem Tod heißt das, dass hier vielleicht auch so ein bisschen eine, ich nenne das immer Selbstoptimierungswahn, ja. Also ein bisschen zu viel Suche drinnen war, zu viel Reparaturarbeit, zu viel, was könnte ich da noch irgendwie verstricken? Ja, und das ist jetzt der nächste Schritt quasi, dass das endet, weil du erkennen darfst, dass du schon richtig bist. Du bist ja schon. Du bist ja schon. Ja, trau dich jetzt hier nach deinen Wünschen, nach deinen Träumen, dieses Feld aufzumachen und mit dem Ich bin nach vorne. Wir haben ja auch hier Ich bin ich, ja, ich bin ich, ich bin bereits, ja, ich bin bereits dieses unschuldige, wunderschöne Wesen. Hallo Chikolinchen, da kommst du auch gleich hier, ja. Super schön, ja, wirklich wunder, wunder, wunderbar. Und was sagt jetzt der Rat der Hohepriesterin? Ja, in der Vergebung liegt deine Reife. Ja, die hier tatsächlich in die Umsetzung will und hat auch vielleicht zu tun mit Partnerschaft, mit männlicher Energie, mit irgendeinem Groll, ja, der da ist für dich auf der Erde. Das können jetzt verschiedene Sachen sein. Groll gegen sich selbst, ja, dass man vielleicht nicht das umgesetzt hat, was man wollte, ja, irgend so ein oder nicht in dem Tempo, wie man wollte, oder nicht mit dem Ergebnis, was man, also irgendwie so, ja, oder dass man überhaupt in die Gänge kommt, dass man sich traut, dass man den Mut hat, einem Partner gegenüber, ja, wie auch immer, ja, ich, Vater, ja, na, wir haben da die Mutter, vielleicht auch was im Elternhaus, weil da ja auch die Ahnen waren, ja, ich krieg's aber eher wirklich sehr auf dich bezogen, ja, diese Vergebung dir selbst gegenüber, ja, und die männliche Energie, was ist denn das in uns überhaupt drin? Ja, ich sage auch immer die Umsetzungsenergie, aber was heißt umsetzen überhaupt? Ja? Und ich sage das ja ganz oft, dieses tanzende Spiel. Wenn du dir vorstellst, du als weibliche Energie möchtest dich spüren, möchtest ja alles das kennt ihr wahrscheinlich schon von mir. Ja, dieses Spielen mit dem Wind, Spielen mit dem Körper, ja, einfach fühlen die Musik und dass wir dann schon die Arme heben, uns bewegen, in den Tanz kommen, das ist die männliche Energie. Das heißt, das ist einfach nur eine Ausführung, eine Umsetzung im Einklang, weil sie die weibliche Energie hält und ihr den Raum gibt, das zu erschaffen, was sie möchte. Die weibliche Energie kreiert quasi vor, nimmt das an, gibt das durch zur männlichen Energie und die erschafft dann. So, und wenn wir jetzt aber die Verantwortung ständig ja, bei anderen Leuten haben oder in Situationen, die uns nicht entsprechen und, dann ist das das, was jetzt aufgelöst werden will, damit du jetzt hier auf der Materie manifestierst, nämlich für dich in deinem Sinn, ja, weil sonst deine männliche Energie nämlich nicht für dich läuft, sondern für alle anderen, ja. Und dieses Raumhalten, dieses Geborgenheit spüren, darum geht's. Und die Vergebung allen Situationen und Personen gegenüber, die dem noch nicht entsprochen haben. Und darin liegt diese wunderschöne Reife, die jetzt bei dir im Juni geboren werden will. Und ich freue mich schon mega, wenn wir uns wiedersehen. Ja, komm einfach dazu. Ja, es gibt so eine Vielfalt, was man mit mir alles erleben kann. Ja, deswegen lern mich einfach einmal kennen, entweder beim Erstgespräch oder wie gesagt, wenn du am 28. jedes Monat registriere dich da einfach kostenfrei bei mir im Member-Bereich und tauch da einfach ein. Mir taugt das einfach mehr, wenn wir über Zoom miteinander was erleben, ja, weil YouTube ist einseitig bei den Lives, ja, dann schreibt man oder schreibt man nicht, dann kommt man, dann, das ist einfach so ein, das ist nicht so, da ist der Raum nicht so gehalten und nicht so wunderschön, wie ich ihn mir vorstelle, auch in euch sehen, weil bei mir ist dieses Raumhalten noch einfacher, wenn ich euch sehe, wenn ich euch wahrnehme, wenn ich nicht nur geistig, weil das tue ich ja sowieso, aber mit euch einfach in Interaktion bin und das macht mir total viel Freude. Das macht mir total viel Spaß und vor allem man kann Fragen stellen, man kann da mitwirken und das ist ja etwas, was ich liebe, dieses Miteinander einfach sein, sich verbinden. Wir sind nicht als Einzelkämpfer mehr hier. Wir sind ja da, um uns miteinander zu erleben, weil sonst hätten wir uns diese Schwierigkeit auch gar nicht gemacht und wären als einzelner Strang hierher gekommen. Ja? Also, ich wünsche dir ganz viel innere Macht und innere Kraft jetzt wirklich da. Aufzumachen und deine Bubblechen wieder zu bewegen, deine Wünsche und Träume wieder zu bewegen und sie mit dir zu
ins Prickeln und Erleben zu bringen, du liebe Jungfrau. Das wünsche ich dir. Bis ganz bald und ich freue mich schon und höre hoffentlich von dir. Ja, like gerne meinen Kanal und kommentier mir gerne, wo du so stehst, was du so machst. Ja, ich weiß, heute sind sehr viele Handlungsaufforderungen. Aber es ist gerade so, weil es so fließt und es gibt einfach so viel. Ja, also unterstütze mich gerne, indem du meinen Kanal abonnierst und dieses Video likest und teilst und kommentierst. Ja, bis dann. Baba.